Ja, und somit herzlich willkommen zu diesem neuen Reaction-Video hier auf dem Kanal. Heute schauen wir uns den offiziellen Gameplay-Trailer von Avatar Frontiers of Pandora an, der ja auch auf der Ubisoft Forward vorgestellt wurde. Auch diesen Trailer habe ich ein bisschen mitverfolgt und gesehen, aber ich kann mich gerade nicht mehr so gut daran erinnern, was alles gezeigt wurde. Von daher bin ich selber nochmals gespannt darauf. Und ich würde sagen, wir tauchen doch einfach gleich in die Welt der Navi ein. Let's go. Auf Deutsch heißt das Ganze ein bisschen speziell offizielles Spielübersicht-Trailer, aber gut. Wenigstens haben wir ja hier bei Ubisoft auch deutsche Trailer mit dabei. Willkommen bei Avatar, Frontiers of Pandora, einem Action-Adventure-Spiel in der Ego-Perspektive, das dazu einlädt, die aufregende Welt von Avatar in einer immersiven, offenen Welt zu erkunden. Ich bin Didi Dienfeld, Game Director, und ich freue mich, enthüllen zu dürfen, was dich auf Pandora erwartet. Ich frage mich, wie groß die Welt sein wird. Unsere Spielgeschichte beginnt damit, dass die RDA in das westliche Grenzgebiet expandiert. John Mercer, einer der Anführer der RDA, entreißt dich und einige andere Navi-Kinder euren Zuhause, um euch über die Menschen zu lehren, in der Hoffnung, euch zu formen und gegen euer eigenes Volk aufzuhetzen. Doch sein Plan wird von der Schlacht der Halleluja-Berge gestört und ihr werdet hastig in Kryoschlaf versetzt. Als du 15 Jahre später erwachst, bist du fremd im eigenen Land. Da du um die Gefahr der RDA weißt, machst du dich auf, um sie zu erledigen und dir die Hilfe anderer Navi-Clans zu sichern. Zu Beginn sieht man dich als Außenseiter. Also musst du zu deinen Navi-Wurzeln zurückfinden, um ihr Vertrauen zu gewinnen. Auf deinem Abenteuer entdeckst du deinen eigenen Pfad und findest heraus, was es heißt, Navi zu sein. Du erkundest neue Regionen Pandoras mit einzigartigen Biomen. Ich finde schön, wie das Hut oben eingeblendet ist. Der Kinderwald, ein grüner Regenwald voller Leben und dichter Vegetation, liegt im Schatten der atemberaubenden, schwebenden Berge. Dort sind die Aranahe zu Hause. Ein Clan friedlicher Weber, die dir bei deiner ersten Jagd und deinem ersten Flug helfen. Wenn es verschiedene Clans gibt, werden wir die dann auch. Die Aranahe weisen dir den Weg zur Kolonie, wo du ein lebenslanges Bündnis mit deiner eigenen Ikran eingehen kannst. Sehen, den man im zweiten Teil sieht. Die Ikran ist ein treuer Begleiter, die du benennen, füttern und anpassen kannst. Wasser-Avatar, ich weiß gerade nicht mehr, wie die heißt. Wage akrobatische Experimente und spüre das Adrenalin, wenn du dich vom Himmel stürzt, um die offene Welt Pandoras aus der Luft zu erkunden. Boah. Diese schwebenden Inseln. Wenn du nach Norden reist, erreichst du die Höhenprärie. Ein weites Weideland voller Kontraste und unversperrter Aussichten, soweit das Auge reicht. Dort lebt der Nomadenclan der Seswa, im Einklang mit riesigen Kreaturen namens Sakro. Boah. Gewinne das Vertrauen des Clans, um zu lernen, wie man Schreckenspferde reitet. Weiter im Westen liegt der verhangene Wald. Das sieht ja mal nice aus. Der nicht so ist, wie es scheint. Fliegende Bäume. Hier leben die Kamitiri, ein Heiler-Clan, der düstere Gründe hat, verborgen zu bleiben. Die Pläne der RDA gefährden das Gleichgewicht Pandoras. Sie bauen Einrichtungen, mit denen sie um jeden Preis Ressourcen sammeln und verbreiten dabei schreckliche Verschmutzungen. Dabei werden Tiere verletzt und gewildert. Du musst die RDA daran hindern, dein Zuhause weiter zu zerstören, bis du sie eines Tages an ihrer Wurzel bekämpfen kannst. Als Kind zweier Welten kannst du lernen, mehrere Kampfstile zu meistern. Deine mächtigen Instinkte verleihen dir einen Überblick über das Schlachtfeld, lassen dich Gegner markieren und Schwachpunkte erkennen. Traditionelle Navi-Waffen sind vielseitig und präzise. Triff mit dem Langbogen Ziele in der Distanz oder stelle Fallen mit dem Schleuderstock. Eine explosivere Herangehensweise bietet dein menschliches Training an wirksamen Sturmgewehren, Schrotflinten oder dem gelegentlichen Granatwerfer, wenn Bedarf besteht. Verlasse dich zu Fuß auf deine extreme Stärke, um MPA-Einheiten zu erledigen. Über den Wolken hilft dir deine Ikran im Luftkampf gegen die RDA. Auch sehr interessant. Kämpfe in der Luft? Einrichtungen der RDA zu zerstören hat greifbare Auswirkungen auf deine Welt. Hatte man ja bisher in Ubisoft spielt nicht die Verschmutzung beseitigt, heilt Pandora.
Du kannst wieder hochwertiges Material sammeln, um bessere Ausrüstung und Waffen herzustellen. Du kannst Kochzutaten finden und durch Mahlzeiten stärker werden. Während du entdeckst, was es wirklich heißt, Navi zu werden, verbesserst du deine Fähigkeiten, indem du Awa mit Hilfe der Tasio-Pflanze kontaktierst und von deinen Vorfahren lernst. Verbesserte Fähigkeiten beeinflussen viele Seiten deines Charakters, wie deine natürliche Beweglichkeit, um die Welt zu erkunden, deine Schleichfähigkeiten auf der Jagd oder im Kampf, deinen Umgang mit Waffen und Reittieren. Sehr gut in das Spiel. Avatar Frontiers of Pandora ist ein fesselndes Action-Adventure-Spiel, das Maximum aus neuen Konsolen und dem PC holen soll. Die komplette Story ist als Einzelkampagne oder mit einem Freund im Online-Koop-Modus zu zweit spielbar. Wir laden dich dazu ein, diese Welt der Wunder zu erkunden. Werde Navi und besiege die RDA, um Pandora zu beschützen. Das wird sehr nice. Ich glaube, das Spiel wird wirklich sehr nice. So. Sicherlich doch auch abwechslungsreich. Auch wenn es wirklich viel nach Kämpfen und Krieg aussieht. Gegen die RDA. Avatar Frontiers of Pandora. Am 7. Dezember ist es soweit. Geht noch ein bisschen. Aber es sieht vielversprechend aus. Und wenn Ubisoft das richtig macht, kann das wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel werden. Dass das Avatar-Franchise weiterentwickeln wird. Ich bin gespannt. Von daher sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei einem anderen Video. Und ja, haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.